Die Deutsche Bank ist heute rund um die Welt so angesehen wie nie zuvor. Und genau da wurde die Anwältin der Marz fündig. Denn die Höhe der Provision, die sich die Deutsche Bank einsteckte, sei für die Marz nicht ersichtlich gewesen. Fakt ist, sie hat 12% an Provisionen kassiert, die im Prospekt einfach verheimlicht sind. Das ist natürlich ein grober Verstoß, wenn die Bank den Anleger im Beratungsgespräch nicht darauf hinweist, wie viel sie tatsächlich kassiert. Die Deutsche Bank hat das Ehepaar in einem Vergleich abgefunden. Die Bedingung? Schweigen. Kurz nach unserem Besuch in ihrer guten Stube haben die Marz jeden Kontakt zu uns abgebrochen. Die frühere Kämmerin suchte Rat beim Fachanwalt Jochen Weck, Spezialist für die sogenannten Zinswetten zwischen Banken und Kommunen. Nach unseren Informationen wurden solche Zinswetten mit über 200 Kommunen oder kommunalen Versorgungsunternehmen abgeschlossen. Daraus kann durchaus ein Schaden in Milliardengröße entstanden sein. Und jetzt wird es natürlich der Steuerzahler sein, der dann für diese Schäden einzustehen hat. Ich würde gerne einmal für mich, aber auch für viele andere Kolleginnen und Kollegen, die in Kämmereien gearbeitet haben oder in kommunalen Unternehmen gearbeitet haben und solche Geschäfte mit der Deutschen Bank abgeschlossen haben, klären, dass wir nicht verantwortungslos gehandelt haben, dass wir unseren Job engagiert und ordentlich gemacht haben und dass der Kunde eine deutlich schlechtere Möglichkeit hatte, da ungeschoren rauszukommen. Aber lässt sich das auch beweisen? Die Sache ist höchst komplex. Dafür reichen die Fachkenntnisse des Anwalts nicht aus. Dafür braucht er ausgewiesene Spezialisten, die die Konstruktion des Zinsswap analysieren können. Spezialisten wie Jan Hartlieb und sein Team in Leipzig. Und dessen Berechnungen zeigen Erstaunliches. Die kleine grüne Fläche oben ist etwa die Gewinnchance der Stadt. Die große rote Fläche zeigt die Gewinnchancen des Wettpartners, der Bank. Höchst ungleiche Chancen, wie der Gutachter errechnet hat. Sie haben nämlich ein völlig ungleiches Verhältnis der Chancen und Risiken zwischen Bank und Kommune. Dieses asymmetrische Risikoprofil finden Sie häufig bei diesen toxischen Produkten und entsteht durch das einseitige Kündigungsrecht der Bank und durch den Mindestzins. Die Formel sieht schon kompliziert genug aus, aber nur für Laien. Wirklich problematisch seien verdeckte Risiken dahinter. Allein das Verständnis für die Wirkungsweise der Formel beinhaltet aber nicht das Verständnis für die Risiken dieses Swaps. Dafür bräuchten Sie deutlich weitergehende finanzmathematische Spezialkenntnisse. Beispielsweise die Bewertung eines solchen Swaps ist mit Sicherheit keinem Kämmerer, keinem kommunalen Kunden möglich. Dafür brauchen Sie ganz spezielles Wissen. Das haben wenige Banken, die da exklusives Spezialwissen haben und nur sehr, sehr wenige unabhängige Berater wie wir, die in der Lage sind, solche Produkte zu bewerten. Und wie sehen das die Gerichte? Gleich in mehreren Fällen musste die Deutsche Bank empfindliche Niederlagen einstecken. Das Oberlandesgericht Stuttgart stellte fest, Zinswetten seien eine Art Glücksspiel, hochriskant für den Kunden. Und auch die Richter beim Bundesgerichtshof urteilten in letzter Instanz, das Risiko sei für den Kunden ruinös. Seither meidet die Deutsche Bank offenbar die Gerichte und vergleicht sich lieber außergerichtlich mit viel Geld. Möglichst diskret. Das ist natürlich ein Eingeständnis der Deutschen Bank, denn diese Vergleiche erfolgen gerade deswegen, um nicht nochmal verurteilt zu werden. Razzia der Finanzpolizei. Auch bei der Deutschen Bank und anderen Banken. Die Stadt Mailand hatte 100 Millionen bei Zinswetten verloren. Hier geht die Staatsanwaltschaft sogar strafrechtlich vor. Handyaufnahmen aus dem Mailänder Gericht. Auf der Anklagebank auch zwei Angestellte der Deutschen Bank. Wegen erschwerten Betrugs zum Schaden der Stadt Mailand. Der Prozess läuft noch. Die Deutsche Bank hält die Anklage für unbegründet. Ich habe absolut keine Ahnung, wie die Banken das angestellt haben. Die Verträge sahen beim Abschluss sehr vorteilhaft für die Gemeinde Mailand aus. Die Risikoaufschläge in Millionenhöhe müssen geschickt versteckt gewesen sein. Wie, das muss der Prozess zeigen. Das ist, als wenn Ihnen vorne jemand etwas Geld gibt und hinterrücks die ganze Brieftasche klaut. Ich nenne das Betrug. Die Gier nach Geld, die ja nicht nur ein Merkmal der Banker ist, sondern ein Kennzeichen unserer Gesellschaft, hat es überhaupt erst möglich gemacht, dass diese
Produkte, diese Scheinprodukte, auch ihre Abnehmer fanden. Aber das eine sind Kundige, die sehr wohl mit dem Instrument zu spielen vermögen, die dem Unkundigen aufs Glatteis führen und ihm die Produkte, die selbstgemachten, aufs Auge drücken. Auch hier klagt man über die Deutsche Bank. Los Angeles, USA. Viele Häuser wurden in der Krise geräumt und gehören nun den Banken. Das hier ist ein Haus der Deutschen Bank. Eigentlich, so schreibt es das Gesetz vor, hätte sich der Eigentümer, eine Bank, darum kümmern müssen. Absperren, absichern, Fenster vernageln. Aber das habe die Bank hier nicht gemacht. Jetzt muss die Stadt Millionen aufbringen, um Häuser wie dieses zu sichern. Doch die Banken, auch die Deutsche, weigern sich zu zahlen. Man sieht sich als Treuhänder nicht in der Verantwortung, verweist auf die Kreditabwickler vor Ort. Wieder mal. Die Stadt Los Angeles will sich das nicht länger bieten lassen. Die Staatsanwältin zeigt uns eine Karte. Die blauen Punkte seien Häuser der Deutschen Bank. Die Stadt Los Angeles hat Klage eingereicht, fordert Schadenersatz in Höhe von 30 Millionen US-Dollar. Für uns ist die Deutsche Bank einer der schlimmsten Slumlords. Sie halten sich nicht an unsere Regeln und Anordnungen. Deutsche Bank has become a slumlord in South LA. Las Vegas, die Stadt der Spieler und Zocker. Auch die Deutsche Bank lässt hier spielen. Blackjack, Roulette, Spielautomaten. Das derzeit hipste Casino der Stadt ist das Cosmopolitan. Und es gehört, über eine Zwischenfirma, der Deutschen Bank. Aber in den Vororten zeigt die Deutsche Bank ihr anderes Gesicht. Auch hier viele Zwangsvollstreckungen in ihrem Namen. Unglücklicherweise hält sich die Deutsche Bank nicht an die neuen Regeln, die wir hier eingeführt haben. Anstatt zu sagen, lass uns nach vorne schauen und eine Lösung für die Menschen finden, geht die Bank lieber vor Gericht. Sie nehmen nicht an unseren Vermittlungsgesprächen teil. Und das wäre doch so hilfreich für unsere Stadtviertel. Wir wollen doch nicht, dass die Leute ihre Häuser verlieren. New York. Von hier aus breitete sich die große Krise aus, durch die so viele Amerikaner ihr Haus verloren haben. Hier sitzen die großen Investmentbanken, die das Risiko über die ganze Welt verteilt haben. Die Deutsche Bank. Sie hat die Krise gut überstanden. Um sie herum brachen große Banken ein. Bei uns traf es zum Beispiel die WestLB, die SachsenLB, die IKB. Der Grund? Faule US-Hypothekenpapiere, verkauft auch von der Deutschen Bank. Der Staat glich mit Steuermilliarden die Verluste aus. Auch deshalb segelte die Deutsche so unbeschadet durch die Krise. Er hatte die Krise kommen sehen. Greg Lipman, der damalige Cheftrader der Deutschen Bank in New York. Er sah die Krise nicht nur kommen, er machte für seinen Arbeitgeber ein lukratives Geschäft daraus. Lipman schloss Versicherungen auf Hypothekenpakete ab, deren Verfall er als sicher annahm. Nur clever und dreist? Oder ein unlauteres Geschäft? Das hat in Washington der mächtige US-Senat untersucht. Und dieser Mann hat dabei den Bericht über die Deutsche Bank geschrieben. David Katz arbeitet für den einflussreichen Senator Levin, den Vorsitzenden des Ständigen Untersuchungsausschusses. Katz hatte hervorragendes Anschauungsmaterial. Geschäftsverkehr der Deutschen Bank. Wir haben uns durch zigtausende von E-Mails und Dokumente durchgearbeitet und haben aus dieser Vielzahl von Quellen die rausgefiltert, die die Geschichte erzählen. Lipmans Wette gegen den Markt brachte der Deutschen Bank 1,5 Milliarden Dollar und linderte ihre großen Verluste aus der Krise erheblich. Es sei die größte Wette aller Zeiten für seine Bank gewesen. Mr. Lipman sagte uns, er habe die Erlaubnis für diese Wette auf den Zusammenbruch von hypothekengesicherten Papieren von Top-Managern der Deutschen Bank erhalten. Einer dieser Top-Manager war laut Lipman Anshu Jain und der wird nun Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Der Starhändler Lipman wettete also auf den Zusammenbruch des Hypothekenmarktes. Aber gleichzeitig musste er Hypothekenpakete beurteilen, die für ein Hochglanzprodukt der Deutschen Bank als Sicherheit dienen sollten.
Gemstone 7, das Wertpapier, wurde, so David Katz, von der Bank aggressiv vermarktet. Gemstone bedeutet Edelstein. Für wie edel der Cheftrader die Sicherheit von Gemstone hielt, das kann David Katz mit den E-Mails belegen. Er beschrieb sie als Mist, Schweinekram, schrecklich. Crap, horrible. Die Hypothekenpakete, die Lipman als Mist und Schweinekram bezeichnete, wanderten trotzdem in Gemstone 7. Von den Einschätzungen des Cheftraders der Deutschen Bank erfuhren die Käufer kein Wort. Auch nichts davon, dass er mit viel Geld auf den Zusammenbruch des Marktes wettete, auf den sie setzten. Sie wollten Gemstone unbedingt verkaufen. Sie wollten nicht, dass Gemstone in ihren Büchern bleibt und zu einem Risiko für die Bank wird. Die Bank war im Risiko, wenn das Produkt nicht verkauft wird. Der Edelstein verlor innerhalb von 14 Monaten über 90% an Wert. Er wies sich für die Käufer, wie die IKB Mittelstandsbank in Deutschland, als durch und durch faules Produkt. Das beschäftigt heute eine renommierte Anwaltskanzlei in New York. Bei Bernstein, Litowitz und Partner vertritt man mehrere Investoren, die sich von der Deutschen Bank geschädigt fühlen. Die Deutsche Bank sagt, ihre damalige Markteinschätzung sei breit kommuniziert worden. Der Anwalt widerspricht. Die Deutsche Bank hatte alle kritischen Informationen über den Markt. Und sie hat sie den Investoren vorenthalten. Unsere Klienten mussten darauf vertrauen, dass die Bank ehrlich und ohne falsch mit ihnen umgeht. Längst wird diskret über Schadenersatz verhandelt. Die US-Regierung klagte auf 1 Milliarde Dollar Rückzahlung von Staatsgarantien für Hypotheken. Und mittelbar gehen auch deutsche Landesbanken gegen die Deutsche Bank vor. Die WestLB, die Bayerische Landesbank, die Rechtsnachfolger der Sachsen-LB. Auch die Staatsbank, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Dabei geht es um faule Kreditpakete in Milliardenhöhe, für die heute der deutsche Steuerzahler haften muss. Der Staat hatte auch die Banken gerettet, denen die Deutsche Bank toxische Produkte angedient hatte. Die ersten Vergleiche sind schon unter Dach und Fach. Er hofft auf Einsicht bei der Deutschen Bank. Ich würde Sie gerne einladen, damit Sie sich persönlich anschauen, was hier bei uns mit unschuldigen Hausbesitzern passiert. Damit Sie erkennen, wie groß das Problem ist. Und es wäre wundervoll, wenn die Bank sich bekennen und sagen würde, ja, wir haben einen Fehler gemacht und wir korrigieren ihn.